stecken geblieben. Bitte rühre jetzt nichts mehr an. Rühre nichts mehr an, ich komme gleich. Was ist das? Das brennt ja wie Feuer. Der passt nicht durch die Tür. Beim Einziehen haben sie ihn doch zerlegt. Das Monster ist auch von deinen Eltern. Na komm. Abdecken genügt völlig. Ja, ausgerechnet der Ringfinger. Der Ring muss herunter, bevor der Finger anschwillt. Pass doch auf, das tut weh. Komm. Ja, was ist? Was willst du tun? Au! Bitte pass auf! So, hilf doch nicht! Ja, nee, was soll ich tun? Ah! Ah. 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 Liebling, ich werde ihn ordentlich bandagieren. Ja, aber ich kann doch nicht mit eingewickelten Fingern ins Büro gehen. Du gehst doch nicht auf den Händen. Ja, das ist... Au! Mach nicht ein Theater wegen diesen dummen Fingern. Also komm jetzt, der Kaffee wird kalt. Ich bin wahnsinnig spät dran, du. Unser Hausgeist auch. Wahrscheinlich hat sie wieder den Bus verpasst. Wenn du das Frühstück so hinunterschlingst, wird dir schlecht. Also wärst du mit dem Frühstück rechtzeitig fertig gewesen, bräuchte ich es nicht so runterzuschlingen. Entschuldige, Schatz, ich weiß, ich bin schuld. Ich habe mit den Tapetenmustern so lange herumgetan. Also ich finde, das Speisezimmer braucht überhaupt noch keine neuen Tapeten. Die Farben sind doch schon total ausgebleicht. Sieht schon recht schäbig aus. Das Schlafzimmer übrigens auch. Ist was mit dem Ei? Zu weich. Genau 4 Minuten hat es gekocht. Oder weniger. Wirklich immer dasselbe, Schatz. Übrigens, ich habe Geld aufs Nachtkästchen gelegt. Gewohnheit? Wie? Geld im Schlafzimmer von kleinen Mädchen zu lassen. Was suchst du? Ach, das wird dich nicht interessieren. Warum nicht? Plastik. Die Aktien der Vereinigten Plastikwerke sind um 5 Punkte gestiegen, da steht's. Natürlich interessiert mich das. Plastik ist doch ein wesentlicher Bestandteil in unserem Eheleben geworden. Und nur die Tapezierer bleiben. Also wenn die bis 9 nicht da sind, dann ruf bei der Firma an, ja? Paul! Bleiben wir jetzt bei der Tapete für das Speisezimmer? Och Liebling, das haben wir doch gestern wirklich lang und breit besprochen. Am Tag sehen die Farben ganz anders aus. Also bitte, jetzt ist die letzte Möglichkeit, noch etwas zu ändern. Schatz, du kannst machen, was du willst. Ich habe mich für die Farbe 62934Z entschieden, ja? Und wenn dann 62934Z nicht schön genug ist, bin ich wieder schuld. Wie immer. Schau, das wäre die richtige Tapete für unser Schlafzimmer. Erotisch. Wir könnten doch das Schlafzimmer erotisch mittapezieren lassen. Ja, aber wir lassen es nicht. Sieht so schäbig aus. Es braucht ganz einfach eine Auffrischung. Aber Liebling, ist doch nicht wichtig. Unser Schlafzimmer ist nicht wichtig? Außer uns geht doch keiner rein. Und wir machen ohnehin immer gleich das Licht aus. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da warst du nicht so geschwind mit dem Licht abdrehen. Susanne, nach 20 Jahren Ehe braucht der Mann wirklich keine Flutlichtbeleuchtung, um zu wissen, dass er mit der eigenen Frau im Bett liegt. Ist auch leer. Hier, nimm einen Schluck von mir. Danke. Ich gehe nachher in die Stadt. Wozu? Stoff für die neuen Vorhänge im Speisezimmer. Naja. Ich habe schon was Schönes gesehen. Karin holt mich ab. Und dann muss ich noch ein paar Kleinigkeiten besorgen. Also hoffentlich meinst du mit Kleinigkeiten nicht wieder einen von diesen verrückten Hüten, die Karin verkauft. Es sind ganz bezaubernde Hüte, aber ich kaufe mir keinen. Das ist gut. Du magst Karin nicht besonders. Wie? Du magst Karin nicht. Nicht besonders. Warum nicht? Ach, sie quatscht mir einfach zu viel und sie tanzt ihr Mann ganz schön auf der Nase herum. Heinrich ist auch kein Engel. Glaubst du, dass es unbedingt zu einer Katastrophe führen muss, wenn man manchmal ein bisschen vom ehelichen Kurs abweicht? Das glaube ich unbedingt. Sie sind scheinbar ganz zufrieden. Das Abkommen klappt wunderbar. Was ist ein Abkommen auch noch?
Sozusagen ein Fahrplan für Seitensprünge, was? So ungefähr. Also ich bin altmodisch genug, um das für unmoralisch zu halten. Karin hat mir gestern ein Angebot gemacht. Nein. Kein unmoralisches. Naja, also bei der wird's mich nicht wundern. Im nächsten Monat geht ihre Verkäuferin weg. Karin hat mich gefragt, ob ich ihr nicht gelegentlich im Geschäft aushelfen könnte. Was? Gelegentlich. Ja, damit du noch mehr unter ihrem schlechten Einfluss stehst, nein. Ich will aber! Schatz, bitte ein für alle Mal. Meine Frau arbeitet nicht außerhalb des Hauses. Ist das klar? Hm? Das ist eine altmodische Ansicht. Man könnte meinen, wir haben es nötig. Ach, bitte gehst du. Wetten? Die Mama kann heute nicht kommen. Die Mama kann heute nicht kommen. Sie ist krank. Hier ist mal alles gut, Mann. Ich weiß. Wieso? Weil ich die Tapeziere im Hause habe und weil heute Montag ist. Sag deiner Mama, sie soll sich keine Sorgen machen, sich warm halten und bald wieder gesund werden. Sie zieht ihm einen warmen Mantel an, wenn sie fortgeht. Ja, ja, Kleine, danke schön. Auf Wiedersehen. Die Montagsinfluenza. Jetzt kann ich nicht weg. Wieso nicht? Die Handwerker sind doch da. Zuerst müssen sie mal kommen, ne? Das will ich stark hoffen. Glaubst du, die kommen auch nicht? Ja, doch werden sie kommen, aber wahrscheinlich so gegen Mittag, nicht? Verkehrsstau oder kranke Mama. Liebling, heute Abend brauchst du nicht zu kochen. Heute gehen wir essen. Paul, du bist ein Schatz. Wohin? In die Pizzeria um die Ecke. Könnten wir nicht wohin, wo es aufregender ist? Liebes Aufregen, sind heute mein langer Arbeitstag und am Abend der Geruch von Knoblauch. Plastik und Knoblauch, eine wirklich aufregende Mischung. Und wann soll ich mein neues Kleid ausführen? Mein Liebling, wenn das Geschäft mit München klappt, dann gehen wir ganz fein aus. Und dabei kannst du dein neues Kleid anziehen, ja? Und ich bestimme, wohin wir gehen. Auch dieses. Liebling, ich warne dich. Das wird nicht billig. Für dich, mein Schatz, ist mir nichts zu teuer. Das müssen die Tapezierer sein. Sei lieb, mach auf. Na, bitte mach du auf, ich bin wahnsinnig spät dran. Also manchmal könnte man glauben, dass du in deiner Firma eine Stechuhr hast. Na, so nicht. Gut, also mach ich, ja. Jetzt besonders spät ist. Morgen. Guten Morgen. Und der Tapezierer. Ach so, wir warten schon auf Sie. Kommen Sie rein. Ins Speisezimmer hier links, wenn Sie durchgehen. Ah, brav. Am Freitag schon alles geliefert? Schere noch nicht da? Ist er schon längst da, sei. Was, ich bin selber ein bisschen spät dran, aber auf der zweiten Linie war er Staube. Ist sicher, Sie haben Verständnis. Sind wahrscheinlich selber auch davor. Ja, ja. Wie lange wird denn das dauern mit der Arbeit, hm? Na ja, anschauen, makulieren, das müsste man schon. Dann die Tapeten aufficken, sonst noch was? Nein, nichts. Oh, das ist gleich geschehen. Wir sind ja zu zweit, höchstens so zwei, drei Tage. Alles klar, Chef? Ja, ja, das ist Ihr ganzes Werkzeug. Ja, das werden wir schon sehen. Jetzt wird einmal auspackt und dann wissen wir gleich, was uns noch fehlt, ne? Auspackt und dann wissen wir gleich, was uns noch alles reine Nervensachen. Sie sind also da. Ah, Sie, einer. Besser als keiner. Übrigens, ich bin furchtbar spät heute, wirklich. Wann kommst du nach Hause? Das ist wie immer gegen sechs, ne? Hoffentlich schneit es nicht. Der Tapezierer bringt mir den ganzen Sputz ins Haus. Ich bin leider enttäuscht, aber es wird schneien. Hör auf zu klopfen. Davon wird das Wetter auch nicht besser. Nein, aber vielleicht schneit es weniger. Also dann, mein Schatz, bis abends, danke. Bis nach sechs, ja? Dankeschön. Na und, kein Kuss? Kein was? Kuss? Ah, entschuldige. Ich bin heute besonders spät. Entschuldige, Schatz. Ich weiß. Ganzen Wohnung ein Papier aufträgst, wenn sie keinen haben. Eigentlich müssen das mein Kollege machen. Darf ich geschwind telefonieren? Ja, bitte. Ich rufe in der Firma an. Was, wenn Ihr Kollege nicht kommt? Dann fangen Sie alleine gar nicht an? Na, wo denken Sie? Das mache ich ganz allein. Ich würde da linken. Das geht nur so lauter auf und lauter oben. Und auf einmal sind die Tapeten oben. Aber meine Firma muss ich natürlich informieren. Hallo? Ja, Firma Tuska Anstrich und Tapeten. Ja, da, Hasi.
Servus, da ist der Bobby. Wie geht's denn meiner Leibsekretärin? Das ist mir schon gegeben, wenn du nicht da bist, miserabel. Kann ich verstehen. Gib's mir einen? Ich verbinde dich. Tschüss. Herr Chef, der Bobby. Duska? Herr Duska? Robert, der Jerry ist noch nicht da. Ah, der Pepperl. Der hat sich vor einer Viertelstunde krank gemeldet. Na, du musst das Speisezimmer alleinig machen, ich krieg keinen Ersatz für den Pepperl. Logo, doppelte Arbeit fürs gleiche Geld, ne? Du kriegst eine Prämie, Robert. Das hört sich schon besser an, aber ich komme dann erst wieder in die Firma, wenn ich da fertig bin. Wieder schauen, Herr Chef. Herr Josef ist krank, Josef ist der Jerry, Logo. Poppy tapeziert alleine. Das ist aber viel Arbeit für Sie. Na, wo denken Sie? Das bin ich schon gewohnt, das ist jeden Montag dasselbe. Werden Sie lange brauchen? Ja, abgescheit ist gleich und dann geht's schon hoch zu. Kennen Sie das Muster hübsch? Schottisch. Gnädigste haben den gleichen Geschmack wie ich, wann ist es so? Pfah, ist ein klasse Anlook. Darf ich? Ja. Ich hab eine, aber bescheidener halt. Für Netz und Batterie. In 12 bequemen Raten. Und jede Menge Bluten. Fürs Breakdance ist aber nichts dabei. Nein. Beat? Ja, schon. Die meisten sind klassisch und gehören meinem Mann. Beethoven und so. Rollover Beethoven, Chuck Bär. Winterreisen. Ist ein bisschen frostig. Stängeln Sie auf sowas? Ab und zu, wenn ich in Stimmung bin. Ja, weil, wenn Sie ein verträumter Blues ist, doch auch nicht zu verachten, oder? Ich geniere mich fast. Aber ich bin Ihrer Meinung. Nächsten, nur kein Genierer nicht. Möchten Sie einen Kaffee, bevor Sie anfangen? Ja, Kaffee ist immer leiwand, bitte. Flotte Wohnung, was Sie da haben. Mit Terrasse und Garage. Eigentum, ne? Ja. Das halten Sie alles ganz allein, nicht in Schuss? Nicht ganz allein. Ah, Raumpflegepersonal ist vorhanden. Nur stundenweise. Aber heute ist sie krank. Der Montagseffekt, mit der Jerry. Na, Sie wissen ja alles. Das Kaffeeservice ist super. Sind nur mehr die Kanne und zwei Hefen über. Es war mal schön, ein Hochzeitsgeschenk. Mhm. Mich? Ja, ja, wie weiß es. Sind Sie schon lang verheiratet? Fast 20 Jahre. Aha, Kinderehe. Also ich bin nur zum Arm. Zucker? Ja, ja. Wie viel? 4 Stück, wenn es recht ist. Das macht der Kraft in der Hose. Das stärkt die Nerven. Danke. Cheers. Cheers. No parla español. Was mit Kaffee zuprosten? Eigentlich trinke ich ja lieber immer einen Kakao, ne? Aber wenn der Kaffee so super ist wie bei Ihnen, dann pfeife ich auf den Kakao. Sie trinken am Schwarz? Und ohne Zucker. Das täte ich nicht aufbringen. Wegen der Linie. Okay, in der Linie ist das super. Naja, ich werde meine Edelfigur auf die Latte haben. Ne? Trinken Sie einen Kaffee, setzen Sie nicht. Ich habe noch viel zu tun. Das geht nicht. Wie schaut denn das aus? Ich sitze da und trinke meinen Kaffee und Sie, die Frau des Hauses, wo im Paravan, das ist ungewerkschaftlich. So ist schon besser. Mein Chef, der wird uns jetzt nicht sehen. Der hat was gegen Verbrüderung mit der Kundschaft. Der will nur Meter sehen. Was anderes hat der nicht im Schädel. Meter. Aber es wird Ihnen doch überall etwas aufgewartet. Ja, schon. So zwischen Tier und Angel. Ne? Nicht so gemütlich wie bei... Darf man rauchen? Ja, natürlich. Sie auch? Danke, meine Zigaretten sind mir ausgegangen. Ich muss mir erst welche holen. Ja, ich hab genug Legs am Tisch. Ich gebe sie Ihnen nachher zurück. Sagen Sie, wenn Sie zum Schneiden anfangen, kann ich dann meine Maschine in Ihr Garage stellen? Ja, natürlich. Was haben Sie denn für ein Auto? Einen Porsche. Puh, flott. So was hätte sich der Bobby auch gerne mal geben. Den Turbo? Ja.
Aber er gehört natürlich meinem Mann. Aber Sie zischen doch sicher auch damit manchmal mal dumm, oder? Gelegentlich schon. Schöne Freundin, schön Auto. Sehste, was es gibt. Ich habe 500er Kauer, geht auch fast 200. Bei den Malen ist man mit so einem Eisen schon grobi. Ich verstehe. Ja, die Hosen stehen heutzutage aufs Tempo. Die langen Federn müssen den Vorwind spüren und je schneller ich fahre, desto mehr drucken sie sich zu. Bei Ihnen ist der Sozius immer besetzt. Ja, schon. Ich bin eine kontaktfreudige Natur, geht ganz gut so. Aber ich fahre gerne allein. Ich wissen Sie, das gibt mir die Freiheit, was ich brauche. Braucht ja jeder, oder? Doch. Sie wohnen noch bei Ihren Eltern? Ja, bei meiner Mama. Ist eine super Frau. Aber auf mein Cover da hat sie die nie aufgesetzt. Moment, ich zeige Ihnen. Mal vor. Ich zeige Ihnen ein Foto. Ich hab meine andere Galerie immer bei mir. Das ist meine Mama. Nette Frau. Ja, alle Mamas sind nett und meine sind rund. Und das bin ich in unserem Clublokal. Also ich spiele Gitarre? Ja schon, aber tanzen tue ich lieber. Und das bin ich auf meiner Maschine. Einmal mit Hilfe und einmal ohne, von dem markanten Profil griechisch-böhmisch. Das ist ein schönes Bild von Ihnen und Ihnen, Fritz. Mein Mann heißt Paul. Ja, das macht nichts. Bei mir heißen alle eben Ihnen, Fritz. Aber... Das war auf unserer Hochzeitsreise in der Schweiz. Sie sollten keine Hosen tragen. Warum? Naja, in einem Kleidl kommt Ihr Gestell viel besser zur Geltung. Ich verstehe, was ich meine. Meinen Sie? Na, locker. Naja, ich werde mich jetzt schon langsam auf die Latter haben. Ne? Die Tapeten warten schon aufs Herl. Wo kann ich noch so viel? Zweite Tür rechts. Danke. Das Klo geht da dann einen Anstrich braucht. Überhaupt ist die Vorbrechte unfroh. Ja, ich weiß. Das könnte sich gleich so mitrennen lassen, so im Fusch, verstehen Sie? Besser nicht. Das soll mein Mann entscheiden. Wir ist klar, aber die Fritze sagen immer nein. Dabei ist ein freundlicher Lokus wichtig. Wissen Sie überhaupt, wie viele Stunden man in seinem Leben am Klo verbringt? Nein, das weiß ich nicht. Genau 4054 Stunden und 30 Minuten. Habe ich mir auf meinen Computer ausgerechnet. Hey, ich fang dann an. Wenn Sie was brauchen, dann rufen Sie mich. Ich heiße Robert. Aber jeder sagt Bobby zu mir. Grüß dich, Schatz. Was denn? Du bist noch nicht fertig? Entschuldige, ich wollte dich anrufen. Ich kann heute nicht mitkommen. Ja, aber was soll denn das heißen? Aber mein Hausgast hat die Grippe. Ah. Und ich den Tapezierer. Oh, was wird denn tapeziert? Speisezimmer. Schottisch. Was, ein Schottenmuster? Nett. Ich wollte Paul überreden, das Schlafzimmer auch gleich machen zu lassen. Aber der ist hart wie Granit. Nein. Also ich habe im Schlafzimmer nur den Plafond tapezieren lassen. Und die Wände sieht man doch sowieso nicht. Oh, was ist denn das? Hast du die Marke gerissen? Das sind nicht meine. Die meine sind's. Oder die Ihren waren's vorhin. Ich will mir auch gerade eine auch rauchen. Super. Die Schuhe. Der Mann hat's geschmackt. Danke. Wenn die Damen da noch irgendwas zu erledigen haben, pass ich da aufs Telefon ab. Charmant. Nein, danke. Wirklich charmant. Ja, so bin ich am ganzen Körper. Wenn nur noch fährt. Wenn Paul nach Hause kommt. Kundendienst sozusagen. Sag mal, wann ist denn dieser Typ in dein Leben getreten? Vor 10 Minuten. Mit Sturzhelm, Lederjacke und Tapeziererwerkzeug. Naja, also dann kann ich verstehen, dass du nicht mit mir in die Stadt kommst. Ach du, das wäre meine Halsweide. Du wirst ihn noch auf dumme Gedanken bringen. Du, die hat er bestimmt bei jeder Tages- und Nachtzeit. Aber weißt du, ich kenne den. Ich habe den schon irgendwo gesehen. Ich weiß allerdings nicht, wo ich ihn hintun soll. Na, ob Paul es gerne sieht, wenn du mit diesem hübschen Buben da ganz alleine bist? Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Außerdem sollte eigentlich ein zweiter Mann da sein. Was? Aber der hat die Montagskrankheit. Gib mir die Hand, ich darf dir ein Schloss aus Ah, musikalisch ist er auch. Er ist wirklich sehr nett.
Gleich hat er mir angeboten, das Klo auszumalen, so nebenbei. Mit welchem Argument? Na, mit welchem? Weißt du, wie viele Stunden man in seinem Leben auf dem Klo verbringt? Nein, also wirklich nicht. Er weiß das auf die Stunde genau. 4054 Stunden und 30 Minuten. Er hat das auf dem Computer ausgerechnet. Beachtlich, ihr seid euch ja schon ganz schön nahe gekommen. Doch nicht durch das Klo. Barabarabarabam, die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Wie gesagt, er ist nett. Aber die Ausdrücke, die er hat, ich muss mir das ihm erst übersetzen. Und er redet, wie wenn er aufgezogen wäre. Ja, aber worüber? Über Motorräder, Autos, Disco-Musik, Mädchen. Also ein Psychiater würde das ganz bestimmt irgendwie mit Sex in Zusammenhang bringen. Paul übrigens auch. Der hat doch nur Plastik im Kopf. Zurzeit ist gerade die Fusion mit einer Münchner Firma hochaktuell. Also ich bin überzeugt, die einzige Telefonnummer, die Paul im Kopf behält, sind die seiner Kunden. Du hast Glück. Geht Heinz wieder fremd? Tja, Amerikanerin müsste man sein. Die Blonde mit dem Popo-Scheitel? Die von der Botschaft? Ja, genau, dieses Miststück. Sehr attraktiv ist die aber nicht. Heini ist da nicht sehr wählerisch. Er sammelt Frauen. Paul sammelt nur Briefmarken. Also das kommt mir aber auch zu seriös vor. Er findet eben die Queen Elizabeth sexy. Postfrisch. Ein Gemütsmensch. Und langweilig. Also das kleinste bedruckte Papier, das mich interessiert, sind Banknoten. Du, da fällt mir ein, wir müssen über dein Gehalt sprechen. Du, es tut mir leid. Paul hat Nein gesagt. Ja, wieso denn? Man könnte glauben, wir hätten es nötig und so plata. Dabei hat mir das solchen Spaß gemacht. Das klingt ziemlich gereizt. Das bin ich auch. Bobby! Bobby! Ja? Es wird gleich schneien. Sie wollten Ihr Motorrad in die Garage stellen. Yes, das Logo, Konto. Weißt doch, wenn ich mit der Marlene Disco wieder auf der Schleide sitze, nicht nass sei, danke. In letzter Zeit scheine ich für Paul überhaupt nicht mehr wichtig zu sein. Naja, der erste Sturm ist eben verflogen, aber mach dir keine Sorgen, das ist reine Gewohnheitssache. Gewohnheit? Schrecklich. Ja, als Heini und ich das 10. Jahr erreicht haben, hat sich alles ganz von alleine geregelt. Ich weiß, ihr habt damals euer kleines Arrangement getroffen. Ja. Na, bei dir und Paul wird es allerdings nicht so einfach sein. Das will ich stark hoffen. Du, sag mal, wie ist denn dein neues Kleid? Ganz einfach. Aber hinreißend einfach. Ich zieh's morgen zu dem Rotariertreffen an. Gut, das muss jetzt leider verschwinden. Aber wann hast du gesagt, beginnt das morgen? Halb neun, glaube ich. Ja, du, ich komme dann gegen 8 Uhr bei dir vorbei. Fein! Ich muss dich doch in deinem neuen Kleid sehen. Du, und wenn die Rechnung für das Kleid kommt, musst du Paul sagen, dass das ein einmaliger Gelegenheitskauf war. Ja, mach ich, ist doch Logo! Logo? Jedes zweite Wort von dem Bobby, da ist Logo. Ach, Schätzchen, du musst eben groovy sein. Und Vorsicht mit dem kleinen Playboy. Du, außerdem, bei welcher Firma arbeitet er, hast du mir gesagt? Firma Tuska. Anstrich und Tapete. Ach, weißt du, ich könnte vielleicht auch eine kleine Auffrischung gebrauchen. Ich meine natürlich, mein Schlafzimmer braucht neue Tapeten. Ja? Ich würde nur gerne ein bisschen verbrechen. Sie tanzen wunderbar. Tanzen Sie nicht viel zu öfter aufs Parkett? Manchmal. Morgen zum Beispiel. Ich gehe zu dem Rotariertreffen. Ah, Party für feine Pinkel. Schmocking und so. Ja, dort rotieren wir langsamer. Dann müssen die dort sein. Da taten die Fritze aber schauen. Und da war das Pferd noch in der Bude. Schade, dass ich die Tapeten nicht von selber aufbitte. Does your memory
Sag mal, du bist so herzlich heute. Ich sag, du bist so herzlich heute. Ich sage, du, ich muss diesen Krawall abdrehen. Da verstehst du überhaupt kein Wort. Das ist ja verrückt, aber. Mir gefällt's. Dreh bitte wieder auf. Weißt du was, Schatz? Ich lege uns eine schöne Platte auf, ja? Entweder Krawall oder gar nichts. Also dann gar nichts. Ich sag mal, Susanne, war jemand in der Garage gewesen? Warum? Ja, weil am Boden ist ein riesiger Ölfleck. Der Tapezierer hat sein Motorrad hineingestellt. So, so. Hm. Stört dich das? Nein, aber ich finde, wenn er das tut, soll er gefälligst was unterlegen, nicht? Das Barometer fällt und ich muss morgen nach München. Hoffentlich schneit's nicht. Was? Ich muss morgen nach München, habe ich gesagt. Hoffentlich schneit's nicht. Nun, das Rotavier-Treffen? Bedauere, Susanne. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nichts Neues. Das Plastik da nicht. Ja. Du kannst doch hingehen. Allein? Nein, Langenbach wird mit dir gehen. Langenbach? Das tust du mir an? Schatz, was hast du gegen Langenbach? Der ist nett, unauffällig, ist für mich recht bequem. Ein sogenannter Frühstücksdirektor, nicht? Ich werde jedenfalls morgen nicht verfrühstücken, da kannst du sicher sein. Schatz, bitte sei nicht kindisch. Langenbach wird sich nett um dich kümmern. Um mich kümmern? Das letzte Mal mit ihm getanzt habe, hat er mich in den Hintern gezwickt. Ja, wohin denn sonst? Außerdem, Langenbach ist doch kein Zwicker. Doch! Oh, Zwicker. Du hast doch einen Süßen. Kommt drauf an, wer das findet. Das nächste Mal bekommt ein Paar auf die Finger. Och, Schatz, doch nicht Langenbach. Wenn mich morgen jemand zwickt, dann nicht dein Direktor. Das ist eine dumme Geschichte, der kommt nämlich heute Abend zum Essen mit, weißt du? Was? Ja, ich muss mit ihm für morgen noch ein paar wichtige Dinge durchsprechen. Nicht? Na, das wird ja wahnsinnig lustig. Plastik, Plastik, Plastik. Liebling, also manchmal machst du mir wirklich schwer, dich zu verstehen. Heute in der Früh hast du noch ausdrücklich gesagt, du interessierst dich für Plastik. Hm? Unser letztes Essen vor deiner Abreise und du bringst diesen Lustmolch mit. Bedauere, Schatz, aber es ist wichtig und notwendig. Da habe ich eine glänzende Idee. Um Gottes Willen. Wir beide gehen essen und ich mache mir zu Hause ein belegtes Brot. Also Schatz, bitte, ich möchte ganz einfach, dass du mitkommst. Na schön, wenn es sein muss. Hast du Angst? Wovor? Dass Langenbach in der Pizzeria das Plastiktischtuch zur Seite zieht und dich in den Podex zwickt? Das würde ich ihm nicht raten, da bin ich sehr empfindlich. Du, hier, magst du einen Whisky? Ja. Na, die sind aber nicht sehr weit gekommen. Wann ist denn der zweite aufgetaucht? Bitte? Ich meine, wann der andere gekommen ist. Ja, wann war denn das? Gleich, wie du weg warst. Und zu zweit haben die nicht mehr geschafft? Naja. Paul! Was gibt's? Nimmst du den Wagen oder fährst du mit der Bahn? Na, natürlich nehme ich den Wagen, bin ich in 3 Stunden in München, nicht? Bitte, Schatz. Danke. Was überlegst du denn? Liebling, wie wär's, wenn ich mitkäme? Ach, das wäre unpraktisch, würde ich sagen. Ja, die Tapezierer sind doch da, ne? Die könnten doch nächste Woche weitermachen. Also, Liebling, bitte, ich verstehe dich wirklich nicht. Zuerst setzt du Gott und die Welt in Bewegung, dass sie kommen, jetzt sind sie hier, jetzt wirst du wieder umdisponieren. Du willst also nicht, dass ich mitkomme. Du hättest nichts davon. Paul, ich will hier nicht alleine bleiben. Schatz, was ist denn los? Ich habe so ein komisches Gefühl. Irgendetwas könnte passieren. Passieren? Was soll denn passieren? Wir sind gegen alles versichert. Ich weiß doch nicht. Irgendetwas. So kenne ich dich überhaupt nicht. Du warst doch nie nervös, wenn du allein schlafen musstest. Es ist ja auch nicht der Gedanke, alleine zu schlafen, der mich beunruhigt. Was ist es denn? Ich kann mich nicht so ausdrücken. Na dann hör auf. Es wird nichts passieren. Das sind nichts weiter als krankhafte Vorstellungen. Vorstellungen vielleicht. Aber ganz bestimmt nicht krankhaft. Und du meinst? Also denk nicht mehr drüber nach, ja? Ich denk nicht mehr dran. Logo. Logo? Das sagt man so. Du auch noch eine? Nein, danke, aber sag mal, du trinkst schon den zweiten vorm Essen, das ist nicht schlecht. Vernachlässigte grüne Witwe greift zur Flasche. Der letzte Club 2 wird geistig verdaut.
Ich gehe morgen nicht zu dem Rotariertreff. Susanne, bitte, was soll ich denn diesem Langenbach sagen? Sag ihm, ich krieg's ja leicht blaue Flecken. Wie ernst jetzt, ja? Sag ihm, dass ich ohne dich nicht gehen will. Ja, du hast dich doch so drauf gefreut. Ja, schon. Du wolltest dein neues Kleid anziehen. Obwohl du die Rechnung noch nicht bezahlt hast. Ach, Liebling. Ist es sehr schwierig, mit mir auszukommen, hm? Nein. Sehr überzeugend klingt es nicht. Du bist alles Mögliche, aber schwierig bin ich. Mhm. Und mach jetzt bitte nicht den Fehler, mir recht zu geben. Nicht heute Abend. Also heute hast du deinen kapriziösen Tag. Paul! Ja? Du liebst mich doch noch, so wie immer. Ja, aber natürlich, mein Schatz, natürlich. Hoffentlich schneit es morgen nicht. Früher ist unser gemeinsames Leben an erster Stelle gestanden, dann erst das Geschäft. Jetzt ist es umgekehrt. Ja, Schatz, entschuldige, bitte, wir sind doch beide von meinem Geschäft abhängig. Ich muss an die Zukunft denken, an unser beider Zukunft. Aber doch nicht auf Kosten der Gegenwart. Ja, was stimmt denn nicht mit der Gegenwart? Du vergisst, ich bin den ganzen Tag hier eingesperrt. Ich möchte auch unter Menschen. So wie früher, Theater, Tanzen, Kino. Ich weiß, das Einzige, was du willst, ist bei Karin arbeiten, nicht? Nein, ich habe schon gesagt, dass nichts daraus wird. Na ja, das ist gut. Solltest du aber deine Meinung ändern? Nein, nein, nein. Und nach München nimmst du mich auch nicht mit? Liebling, erstens bin ich nicht lange weg und zweitens werde ich dich so oft es geht anrufen, ja? Bestimmt. Ja, jeden Tag nach sechs. Nach sechs, typisch. Billiger Ehetarif. Na, bitte, wenn es ein Beweis ist, zwischen fünf und sechs. Am besten ja? Nach neun, ist das noch billiger. Das ist leider nicht billiger. Also Susanne, bitte. Liebling, ruf mich an, wann du willst. Wenn ich nicht zu Hause bin, bin ich nicht da. Und du versuchst es noch einmal. Ah, ich glaube, das ist Langenbach. Schon? Ja, der kommt immer zu früh. Ich hoffe, es stört dich nicht, ihm hier so zu begegnen ist. Ich werde es überleben. Ich traue mich nur nicht, ihm den Rücken zuzuwenden. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe meine Brieftasche vergessen. Ach so, na bitte, kommen Sie rein. Ich habe es jetzt ausgemerkt. Kommen Sie rein. Da bin ich wieder. Du musst nur in dem Schädelhaut muss man vier sein, ne? Ich hätte Sie nicht belästigt, aber ich gehe heute Abend auf ein Fest und da brauche ich mein Vermögen. Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Es ist nicht kalt, aber Nebel, falls es schneit, wird es ein Matsch. Na, das hoffe ich nicht. Ich muss morgen nach München fahren. Aber, hm? Darf ich mir das jetzt holen? Ja, bitte, bitte. Tapezieren muss eine sehr langwierige Sache sein, nicht? Ich meine, überhaupt Solo, ne? Solo? Hast du nicht gesagt, das waren zwei? Ja. Ja, natürlich zwei. Zwei Solos, nicht? Also, jeder für sich. Ich bin mehr für die Tapete zuständig und der Jerry mehr für die Sklavenarbeiten, nicht? Also Bier holen, Papier abbreiten, sowas verstehen wir schon. Wollen Sie vielleicht ein Bier? Hm? Sag ich nicht nein. Vielleicht möchte er lieber etwas anderes. Schnaps? Na, danke, das hemmt die Potenz. Bier schon leider. Ich gleich gesagt, wollen Sie nicht ein Bier in der Psyche trinken? Du hast wirklich Nerven. Ich hätte ihm überhaupt nichts aufzuwarten brauchen. Sehr herablassend. Hätte ich ihn zum Essen einladen sollen oder was? Da ist ja der Ausreißer. Lass mich gleich allein, ich war aufs Tanzen gehen. So, das machen Sie sicher selber besser. Danke. Okay. Ah, schön warm, kriege ich kein alles weh. Lieben Sie, das ist ein Kühlschrank. Ach so, ja, das ist Gewohnheit, wissen Sie. Ich muss mit meinem Magen sehr vorsichtig sein. Verstehe. Der Fritz hat Gastritis und ihr habt heute noch einen Kollegen, oder? Mein Mann war der Meinung. Sie wollten ihn nicht enttäuschen. Nein. Warum denn? Na so. Sicherheitshalber? Vermutlich. Ich habe mich nicht schlecht aufgeführt, oder? Nein, also. Nein, ich bin nicht in aber Bindung. Nein. Also im Kühlschrank ist kein Bier. Unten in der Gemüselade. Hm? Blöde Frage. Traut Ihnen der Fritz nicht? Natürlich traut mir mein Mann. Entschuldigung, war ja nur eine Frage. Also der Jerry war heute den ganzen Nachmittag da. Das ist auch keins. Hinter dem Salat. Na. Ich habe einen Wundermann als Arbeitskollegen. Ein Schnurrbart hat er. Und wenn er meine Arbeit überwacht, mit der Dame wird nicht geflirtet. Und was los als Oberhase? Bist du betakelt und schön stark sein? Und so ist er den ganzen Tag beschickt. Ich erzähl grad der Frau Gemahlin, was für ein Wundermann mein Arbeitskollege ist. Langsam, aber gründlich. Und ruhig. Sehr ruhig. Also, ich hab praktisch gar nicht gemerkt, dass er da war. Fast. Bin so frei. Komm hin und arbeite damit. Ah, das erfrischt richtig.
Wird nicht das Letzte sein. Wir gehen heute auf eine Party, ne? Ja, ja. Geh halt mit dem Madl aufs Kegeln. Wer verliert mir seine Runde zu? Das muss lustig sein. Ja, sehr. Gingen Sie in die Kegeln? Nein. Du versammelst aber was? Ist halt mit Ihrer Puppe. Frage mal. Doch, das ist nichts für uns, ne? Eigentlich nicht. Ach, das. Wollen Sie einen Schluck? Sie? Nein, nein, mein Magen. Sie wissen doch, es ist zu kalt, ne? Ja. Bis Sonntag, die ganze Bottle für mich allein. Prost. Also, kurz Bier wie gehabt, gut unterhalten, aber mir in den Schalter, dass ich weiterkomme. Also dann gute Nacht und unterhalten Sie sich weiter gut. Ich begleite Sie hinaus. Da kann ich umständen. Gute Nacht. Gute Nacht, Kniffa. Schau mal, was ich heute gefunden habe. Danach habe ich wirklich eine Ewigkeit gesucht. Eine 1840 Queen Victoria Two Pence, ungezähnt postfrisch. Eine Marke? Ja. Ich finde, man muss sich ab und zu etwas Frisches gönnen, sonst wird alles so leicht zur Gewohnheit. Wie recht du hast. Und so eine Chance kommt vielleicht nie wieder. Ja. So eine Chance kommt vielleicht nie wieder, Prinz. Also, Susanne, auf Wiedersehen. Wiedersehen, Liebling. Also dann bis spätestens Freitag. Ja, falls du fortgestellt auf die Flaschen weg, ja? Warum? Ja, ich finde, man soll wirklich niemand in Versuchung führen und die stehen hier herum wie in einem Selbstbedienungsladen. Das sieht doch komisch aus. Wieso? Gestern sind sie alle offen dagestanden, heute sind sie verschwunden. Na ja, hast du eben heute gründlich gemacht, nicht? Außerdem, die verwenden ohnehin keine Gläser. Ich hab's wirklich nicht gerne, wenn ein fremder Mund aus meinen Flaschen trinkt. Hat aber einen hübschen Mund. Wie bitte? Ich meine, sein Lachen muss dir doch aufgefallen sein. Ja, ja, das tut er ja andauernd. Hat der andere eigentlich auch einen so hübschen Mund? Das weiß ich nicht. Wieso nicht? Weil vor diesem Mund ein Schnurrbart hängt. Sag mal, kriege ich keinen Kuss? Keinen was? Kuss! Und Schuld. So, und jetzt raus mit dir. Raus, raus, raus! Sag mal, du hast es heute besonders eilig, mich loszuwerden. Und bleib brav! Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Moment, wir reparieren nur schnell die Klinik, da bin ich Spezialist. Nächstes sind heute mit dem falschen Fussel aus dem Bettel gekupft. Sie sind mir noch eine Erklärung schuldig. Wegen was? Wegen gestern? Ja, wegen gestern Abend. Nee. Es hat gestern Abend so ausgesehen, als wenn Frau General keine Puzzle gehabt hätten, ob ich Vollgas geben müssen. Die Ampel war sozusagen grün. Sie scheinen farbenblind zu sein. Aber ist ja gut dumm? Ja. Warum haben Sie mir dann keine aufgehauen? Das war leider nicht möglich. Also, Sie wollten nicht, dass der Fritz was merkt? Natürlich nicht. Oder... haben Sie Angst gehabt um mich? Ich meine, dass er mich zusammenhaut. Stark genug wäre. Das war der Goliath da. Sie kennen die Geschichte. Ja. Aber Sie haben natürlich
alles der Zeit, wie wieder weg war, ne? Nein. Aber dann wollen Sie jetzt bei meinem Chef anrufen, Sie beschweren? Nein. Das wollen Sie auch nicht? Aber ich meine, Sie wollen doch bestimmt, wenn man sagt, dass Sie eine fesche Frau sind. Ich hab gar nicht anders kennen. Wir wollen die Sache begraben. Einverstanden? Das ist leichter gesagt als getan. Ich werde es brauchen werden. Wenn es Ihnen keinen Spaß gemacht hat, mich. Das war sehr schön. Schluss aus, Zuckermaus. Wie war denn der Abend gestern mit Ihrer Freundin? Ich bin ja mit gar keiner Freundin weg gewesen. Wieso? Gestern haben Sie doch gesagt, dass Sie. Ich habe ihn erfunden, so wie Sie meinen Kollegen. Warum? Dasselbe Grund wahrscheinlich. Damit der Fritz nicht auf die Idee kommt, das war etwas gewesen zwischen uns. Oh, wie aufmerksam. Ich war mit ein paar Freunden beim Kino. Und? Wie war's? Poppig. Wie es halt so ist bei einem damenlosen Kegel obendrauf, herzlich und fad. Sie haben aber doch eine Freundin. Schon, schon, aber nichts Behindertes. Ich bin mehr so ein Glücklichmacher. Was? Ein Glücklichmacher. Ich mache lieber zwei, drei glücklich, als einer ist frustriert wegen mir. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, okay, klar. Ich brauche ihn nur zu wärmen, ich komme gleich. Ich habe Ihnen eine Zigaretten garniert. Ich bin Ihnen doch von gestern noch eine ganze Packung schuldig. Das ist nicht der Rede wert. Der Kaffee ist fertig. Klingt das nicht unheimlich zärtlich? Sie werden sich doch nicht einbilden, dass ich den Kaffee nur für Sie gemacht habe. Na, na. Für mich bitte. Bitte. Danke. Zucker nehmen Sie sich selbst. Loco. Ich hab gerade einen Fritz in einem Herrn Gemahl und Eckenpreschen gesehen. Hab ich gewartet und bin erst dann hergekommen. Für einen Kelch sei mir lieber auch. Einen jeden Kelch gehe ich gerne aus dem Wege. Nicht gewusst, ob ich was erzählt habe. Da haben Sie Angst gehabt, nicht wahr? Ich und Angst? Na, na, der Mann von Format zieht sich auf elegante Weise zurück. Sie haben ja nichts dagegen, wenn ich mir für das Kaffeetscherl ein bisschen Zeit lasse. Ich meine, jetzt nicht Vollgas geben. Im Alter wird man ruhiger. Das soll aber nicht heißen, dass ich jetzt nur mehr dachiniere. Bei der Arbeit kann ich Vollgas geben, dass man direkt den Arsch brennt. Entschuldigung. Was ist denn eigentlich mit Ihrem Kollegen? Der mit den Fühnhaaren im Gesicht? Der Richtige. Der hat Fieber. Wirklich. Angeblich. Hm. Aber das macht nichts. Ich will auch ohne einen fertig. Ich muss ja dann nicht auf Minuten weg. Eine Überstunde ist schon drin. Ich habe später was vor. Ach so. Was denn, wenn ich fragen darf? Heute sind zwei super Bands und Breakdance und so in einer Disco. Sie gingen to het abig zu die Rotierer. Rotarier. Nein, ich gehe nicht hin. Warum nicht? Nur weil ihr Fritz überland ist. Hätte ich noch einen anderen Kavalier besuchen können. Das hat er auch. Aber mit dem Begleiter gibt's immer Probleme. Flippt er aus, wenn er ihn nicht anschaut? Und dann zwickt er einen. So. Das lehnen Sie natürlich prinzipiell, ne? Richtig. Na ja, dann ist der große Tanzabend für Sie natürlich schon gelaufen und Madame sitzt nicht vor dem Botschenkino. Wenn ich. Mann, angenommen, wenn ich jetzt ein richtiger Gent war, dann tat er das hier fragen, ob Sie nicht vielleicht mit mir in Disco gehen wollen oder so. Was, Sie würden mich einladen? Ja, das täte ich.
Ich werde da nicht so Vollgas geben wie der unheimliche Zwicker, Piano und Finger weg von... Eh schon wissen. Ich verstehe. Heute sind zwei Superbands da, eine aus Mistelbach und eine aus Fürstenfeld. Ausgerechnet. Na, noch nicht für den Breakdance-Wettbewerb. Sie hätten die einmalige Chance, mich beim Breakdancen bewundern zu können. Sie brauchen ihn auch bestimmt nicht genieren für mich. Ich werde mir eine anständige Show hinhauen und... ich könnte sie ja mit der Maschine holen. Reizend. Achso, Sie wollen ja nicht auf ein Hasseisen, gell? Macht nichts, kommt in die Garage, wir fahren mit dem Bus. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Nein. Bus ist nichts. Wir fahren mit dem Taxi. Das passt besser zu Ihnen. Robert! Sie werden nicht nachsagen. Möchten Sie noch einen Kaffee? Ja, so einen guten immer. Mit viel Milch. Und viel Zucker. Ich hab gestern die ganze Zeit an Sie denken müssen. Wirklich? Bist du ganz normal, oder? Das hängt davon ab, was Sie gedacht haben. Das sage ich lieber nicht. Ich habe auch an Sie gedacht. Und Sie müssen auch geheim halten? Ja, auch. Ob wir zwei, ich meine, vielleicht dasselbe denkt haben? Das werden wir beide wohl nie erfahren. Ja, man denkt, Sie könnten ihn für die Platten da interessieren. Oh, danke schön. Die kenne ich. Gut, gute Nummer. Ja, die andere Seite ist auch gut. Und das ist die Scheibe. Die hat Sex in der Stimme. Super, das Mädel, was da singt. Neu? Ja, bei den Hitparaden schon ganz vorn. Die Frau singt super. Da müssen eigentlich die Geburtenziffern steigen. Entschuldigung, ist mir jetzt nicht so rausgerutscht. Ich buche nicht die Platten, ist ja ein Logo. So einfach allein lässt. Das kommt nicht oft vor. Wenn ich mit Ihnen verheiratet war, ich tat jetzt überall hin mit mir. Nach 20 Ehejahren vielleicht auch nicht mehr. Das weiß ich nicht. Ich war mit den Hosen noch nie länger als 9 Wochen Zahn. Ich bin für Paul nicht irgendein Hase. Paul! Ist ein schöner Name für einen Fritz. Passt zu ihm. Sie heißen Susanne, ne? So war das besser. Der hat uns mal einen Klang gefallen. Das hängt davon ab, was das ist. Ich möchte gern den nächsten paar Tage so zu Ihnen sagen. Natürlich nur, weil wir allein nicht sind. Ja bitte, wenn es Ihnen Spaß macht, warum nicht? Ich weiß, das war jetzt wieder Vollgas von mir, aber Sie sind super. Ich hab Sie gestern ganzen Abend nicht aus dem Schädel gekriegt. Ich glaube aber nicht, dass Sie an mich gedacht haben. Doch, doch. Ehrlich? Zahlt sie aber aus, was? Also, wenn Sie es genau wissen wollen, ich habe mir gedacht, dass Sie... Ja? Dass Sie... Na? Dass Sie einen sehr guten Knochenbau haben. Entschuldigung. Knochenbau hat noch niemand zu mir gesagt. Ich habe, bevor ich verheiratet war, modelliert. Denkmäler und so? Ja, Plastiken und so. So was haben Sie gemacht? Die habe ich gemacht. Sie haben eine lebhafte Fantasie. Die ist nach einem lebenden Modell gemacht. Was noch einen richtigen Nackerten? Kein Wunder, dass der Fritz mir nicht gefolgt hat. So ein nacktes Modell ist doch ganz natürlich. Also, ich finde einen Nackerten Mann ganz natürlich. Bitte sehr! Nein, Robert, nicht!
doch ganz etwas anderes. So ist ganz natürlich. Der hat doch vor 20 Frauenmodellen gestanden. Was sind dafür denn nur Geld gekriegt? Ja, das auch. Ich hab auch keine schlechte Figur, ehrlich. Ich modelliere nicht mehr. Dafür sind wir uns aber was. Die waren stundenlang kostenlos gestanden. Von mir hat einmal so ein komischer Fotograf Büdeln für ein Magazin gemacht. Mit eingezogenem Bauch und angespannten Bizeps? Genau. Travolta habe ich imitiert. Die Briefe hätten es lesen sollen. Fanpost? Ja, ja. Und was für Fans? Es war ein maskulines Blatt. Nein, nein. Zum Glück habe ich einen Künstlernamen gehabt. Olaf, das erotisierende Hüftenwunder. Nein, das war nichts für mich. Oh, Bobby, wo werden Sie denn zum Mittagessen? Ja, unterm Wischelstand habe ich mir gedacht, der Hassische geschnitten mit einem Süßen, Peperoni, zwei Brot, groß Bier. Menü für den Kaiser, was? Ich habe mir gedacht, da ich sowieso für mich kochen muss. Sie könnten doch mit mir essen. Habe ich mit Ihnen? Nicht Ihnen? Dieser Hit, das hat mir einen Kilometer führen. Also, einverstanden? Logo, claro. Danke. Soll ich kurz Bier holen? Schon eingekühlt. So ist das Leben schön. Ja? Glauben Sie an Schicksal, Zufall und so einen Zauber? Ein bisschen. Dann sag's mir, wie sollte das mit uns so zufällig ergeben? Wie zufällig ergeben? Ja. Mein Jerry ist krank, eine Bedienerin ist krank und der Gatte ist auch krank, weil sonst hat er ihn ja nicht allein nicht lassen. Ist das ein Zufall? Ich weiß nicht. Zufall? Das ist, wenn alles zusammenpasst. Und schön war es, wenn Sie heute auf die Nacht mit mir mitkommen könnten. Na, freilich komme ich mit. So. I love you und ich mag dich, du. Du, ich steh auf dich, mein Darling, so. Wenn du heut mit mir gehst, weil du auch auf mich stehst, so, 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 so. Ist ein Vollbuch. So, I love you und ich mag dich, du. Du, ich steh auf dich, mein Darling, so. Wenn's heut noch mit mir gehst, wie zur Supertanzfest, zu, 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 zu. I love you, sag du, you love me too. Ja! Jetzt müssen wir aber die Fenster zumachen, sonst fangen die Leute auf der Straße nur zum Applaudieren an. Hallo? Hallo, Schatz. Paul! Wie geht's dir? Ich habe auf deinen Anruf schon gewartet. Gibt's was Neues? Viel Mist in der Wohnung. Na, geht was voran? Ja, ja, geht flott weiter. Bravo. Und, hast du deine Besprechungen schon hinter dir? Ja. Habt ihr euch geeinigt? Ja. Großartig. Hm? Da kannst du vielleicht schon vor Freitag zurück sein. Oh, Susanne, das wird sich leider nicht ausgehen. Na, wenn's nicht geht, geht's nicht. Och, Liebling, bitte werd nicht wieder deprimiert. Zieh dir was Bequemes an, mach dir's gemütlich, nimm ein gutes Buch zur Hand. Ich hab's mir gemütlich gemacht. Ich hab meinen alten Schlafrock an und lese. Prima. Es hat geläutet, nicht? Ja, draußen an der Tür. Wer ist es denn? Keine Ahnung, ich bin ja nicht Hanussen. Es soll warten. Ja, du, das klingt aber ziemlich nervös. Gut, ich schau nach. Augenblick. Hm? Vorbeigekommen, was ist denn mit dir los? Das erkläre ich dir später. Paul ist am Apparat, er ruft aus München an. München? Ja, aber mit wem bist du denn dann aus? Sag mal. Oh, du, das Kleid ist hübsch. Das steht dir gut. Paul? Hallo, ja? Es ist Karin.
Komm, sag Hallo zu Paul. Ja, gern. Hallo, Pauli. Schön, dass du einmal verreist bist. Hallo, Karin. Du wirst dich in der Zwischenzeit um Susanne kümmern, nicht? Ja, ja, ich bin einen Sprung vorbeigekommen, um Susanne in ihrem neuen Kleid zu sehen. Und dabei habe ich meinen alten Schlafrock an. Ja? Sag mal, geht ihr heute noch aus, oder? Nein, wir gehen nicht aus. Ich werde dann ins Bett gehen. Hallo? 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 Und hallo? Oh, ruft er bestimmt wieder an. Hoffentlich bald. Warum denn? Weil ich noch fortgehe und das braucht er nicht zu wissen. Du siehst aber nicht aus, als ob du früh zu Bett gehen würdest. Wird spät werden. Der schönste alte Schlafrock, den ich jemals gesehen habe. Du gehst also doch zu den Rotariern? Nein, in die Disco. Interessant. Ach Gott, und schon wieder hast du's eilig. Ich kann nie in Ruhe mit dir tratschen. Sag, kann ich dich im Auto ein Stück mitnehmen? Danke, ich werde abgeholt. Ja, wie holt dich denn in deinem zerlumpten Schlafrock? Bobby. Ja, und wie heißt der weiter? Du, das weiß ich gar nicht, fällt mir eben ein. Also dein Playboy-Tapezierer? Ja. Du, dann erzähl. Nichts, wir gehen tanzen in die Disco. Breakdance und so. Entsetzlich. Du wirst doch nicht breakdancen. Ich nicht, er. Sei auf alle Fälle vorsichtig. Bin ich. Sag mal, weiß er, dass Paul verreist ist? Natürlich. Bin ich nach vollbrachter Tat oder jetzt schon Mitwisser? Das hängt davon ab, was du unter Tat verstehst. Prost. Na schön. Sag, wie lange bleibt Paul in Deutschland? Bis Donnerstag, spätestens Freitag. Aha, und er soll nicht erfahren, dass du ausgehst und so. Nein, und das wird er auch nicht, dafür sorge ich schon. Oh, komm, tu doch nicht so, als wärst du routiniert. Du merkst dir auf alle Fälle eines. Gib nichts Schriftliches aus der Hand. Schreib diesem Bobby keine Zeile. Nein, natürlich nicht. Warum eigentlich? Ja, man kann nicht wissen. Du kennst Bobby nicht. Na schön. Man soll sich ja ab und zu etwas gönnen. Prost. Wer weiß, ob diese Chance jemals wiederkommt. Komisch. Paul hat genau das Gleiche gesagt. Paul? Ja. Nur hat er die Queen Victoria Marke gemeint. Na siehst du. Jeder sieht das eben von seinem Standpunkt aus. Das ist alles. Ach, das ist das. Ja, aber du wirst doch nicht im neuen Kleid auf dieser Rakete balancieren. Nein, wir fahren mit dem Taxi. Du, Karin, was meinst du? Soll ich die Taxirechnung bezahlen? Ich möchte ihn aber nicht beleidigen. Was? Junge Leute heutzutage sind nicht mehr so sensibel. Also wenn er anfängt, in seiner Tasche zu suchen, dann hilfst du mit einem Schein aus. Du darfst aber nicht bündelweise mit dem Geld herumschmeißen. Bitte, zeig dich von deiner besten Seite. Ja, von vorne. Von rückwärts. Oder wie denn? Sei einfach nett zu ihm. Na gut. Servus, Sohn. Bin ich nicht pünktlich wieder mal, oder? Das ist jetzt ein Schlaf. Nein. Kein Grund für eine Nervenkrise. Das ist Karin. Ihr seid euch gestern schon begegnet. Ja, ja, die Dame vergisst man nicht so leicht. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Wollen Sie mich Platz nehmen? Bin so frei. Meine Freundin ist gerade zufällig vorbeigekommen. Ja, da kann sie mich gleich ein bisschen beaugapfeln und so. Ja, beaugapfeln. Und? Kein Einwand. Haben Sie gehört so? Ich habe die Prüfung vor der strengen Jury bestanden. Man kann Ihnen zu mir nur gratulieren. Prost. Sind Sie schon lange die Freundin von der Sue? Ja, wir waren zusammen auf der Kunstakademie. Bobby hat auch schon Modell gestanden. Olaf, das erotisierende Hüftenwunder. Ich hatte es ja gewusst, ich habe den schon irgendwo gesehen. Sie interessieren ihn ja für Männermagazine? Tja. Bobby, wann müssen wir gehen? Die sollen sich ruhig warm tanzen, bevor wir kommen, ne? Du wolltest das Motorrad noch in die Garage stellen. Jesus, Logo. Und bitte etwas unter das Motorrad legen, wegen des Ölflecks. Ich verstehe. Na? Also, in seiner Arbeitskleidung wirkt er männlicher. Der sieht in seinem Anzug schon gut aus. Also, keine Briefe, keine Fotos.
Er wird dir wahrscheinlich eines schenken wollen, wo als Olaf drauf ist. Ja, und dich wird er auch um eines bitten. Er hat einen Fimmel für Fotos. Gleich in den ersten 10 Minuten hat er mir welche gezeigt. Von seiner erotisierenden Hüfte? Nein, von seiner Mutter und sich. Ja, so harmlos fangen sie alle an. Du, aber ich verschwinde jetzt. Ich rufe dich dann morgen früh an, ja? Williams, ich komm. So, mein Essen steht in der guten warmen Stube, gesehen hat mich auch niemand. Gnädigste, sind Sie verheiratet? Ach, wieso denn? Schau ich so aus? Na ja, Sie schauen nicht gerade aus wie eine Garage, die was lang leer steht, wenn ich das sagen darf. Vielen Dank. Naja, mit so charmanten Worten muss ich mich jetzt leider auf den Weg machen. Musst du wirklich schon gehen? Ja, ja, leider. Es ist schade, dass Sie nicht mitkommen können. Oh, vielen Dank. Ich hoffe, ich sehe Ihnen bald einmal wieder. Ja, das könnte schon sein. Viel Spaß. Ja, mir soll es nicht liegen. Wiederschauen. Also, gute Nacht, mein Schatz. Und unterhalte dich gut. Und du rufst mich morgen sicher an. Gleich in der Früh. Logo! Oh Gott, jetzt habe ich so viele Nüsse gefressen. Jetzt brauche ich überhaupt kein Nachtmahl mehr. Ich hab's bemerkt. Sie ist toll angezogen, gut hergerichtet und trotzdem ganz locker. Die Wette kennt sie aus. Überall. Prost. Warum sind Sie auf einmal so ruhig? Stimmt irgendwas nicht? Nur so. Angst? Vielleicht? Für was? Für diese Situation? Du bist warm und wach. Du riechst wie ein Pfirsich. Am liebsten würde ich eine beißen. Nicht, Bobby, nicht. Nur ein bisschen knabbern. Beißen ist eh nicht mehr Abteilung. Hoffentlich. Ich habe einen Freund, der frisst seine Malen fast immer auf. Wie gefährlich. Ja, und ein paar beißen sogar zurück. Und wir wollen ja keine Spuren hinterlassen. Noch einen auf dem Weg. Ein Reiseachterl. Auf eine schöne Zeit. Du bist super so. Du schaust super aus. Das ist, was mir gefällt, eine klasse Frau. Ich bin nichts anderes als ein, wie sagst du immer? Ein Haas. Ein Mädel, mit dem du tanzen gehst. Nein, nein. Ich mag dich, weil du spitze bist. Und du magst mich, weil ich so bin, wie ich bin wahrscheinlich. Ich mag dich. Wenn ich geschwollen daherreden tät und geschneizt und geschniegelt und kampelt daherkommen tät, Aktentaschen unter dem Arm, ich glaub, du würdest mich nicht einmal sehen. Vielleicht doch. Mach dir nichts vor. Wie gefällt dir meine neue Schuhen? Fashion? Wo hast du denn das Vorstecktuch? Das liegt in der Garage unter der Maschine. Und ist am Rheinseidenen. Was das schöne Tuch. Wenn der Fritz sagt, in der Garage darf kein Öffleck sein, wird das von mir respektiert. Das Dirkel war mir eh viel zu konservativ. Okay, das hätte so gut zu meinem neuen Kleid gepasst. Was, ich bin ein funkelnagelneiches Kleidl wert? Ja, du schon. So, du bist so klasse, nicht zum Song. Wie vielen Mädeln hast du denn das schon gesagt? Stopp mal, stopp. Wir reden da nicht an jeden Kittel noch. So viele Komplimente wie dir habe ich überhaupt noch keiner gemacht. Ach, so wählerisch bist du auch. Und wir? Sag lieber du, wie oft hast du das schon gemacht, seit du verheiratet bist? Hm? Noch nie. Heute zum ersten Mal. Irgendwas mit dir und dem Fritz nicht in Ordnung? Doch, alles in Ordnung. Also nur alleine. Ich weiß nicht. Kleine Abwechslung. Bisschen ausrosten von der Ehe. Das garantiert er.
Von mir aus keine ruhige Minuten. Vorsicht, mein neues Kleid. Zieh's aus. Nicht so wild. Verstehe. Komm den Frauen zart entgegen. Echt? Wer kann das wissen? Sagte, wenn ich die Marie hätte, der Paul verdient, die würde die... Wir wollen heute nicht von Paul sprechen. Versteh schon. Ich bin mehr so ein Mann für gewisse Stunden. Ne? Und wenn der Fritz wieder da ist, dann bin ich heute wieder allein ich auf der großen weiten Welt. Bobby. Hä? Denk nicht mehr dran. Das ist schon wieder vorbei. Ich weiß schon, es ist nicht wie in einem Stiegel mit einem Happy End. Aber solange es dauert, solange ist es schön, ja. Ja. Können wir nicht da bleiben? Wir müssen da nicht in den schwachsinnigen Musikkeller gehen. Wir gehen jetzt. Sorry, ich wollte dich nicht überrumpeln. Ich freue mich wirklich, wenn wir miteinander tanzen gehen. Man wird ja nur fragen, die... Du bist nicht nur Dame. Du schaust auch so aus. Komm. Mit dir kann man sich schmeißen. Die Augen werden rausgefallen. Ist doch ganz normal, wenn man sich mit seinem Mädel schmeißen will, oder? Ich bin nicht dein Mädel. Oh ja, heute bist es. Und morgen. Und übermorgen. Dein Drei-Tage-Mädel. Drei Tage, da können wir uns dir eigentlich nicht beschweren, oder? Nein, Bobby. In 3 Tagen kann viel passieren. Die Nächte nicht vergessen. Bobby. Das ist bestimmt der Onkel Fritz, er ruft uns an bei Kött und Hitz. Bitte sei jetzt ruhig, wenn es Paul ist. Ja, ich bin eh schon still, ich bin ja kein Selbstmörder, ich weiß nicht. Hallo? Ja, hallo, Susanne, endlich, ich hab schon so oft angerufen. Wann? Ja, 20 nach 8. Da muss ich im Bad gewesen sein. Ja, und um 11:30 nochmal. Da hab ich schon geschlafen. Und wann noch? Ja, wann noch? Na, aus, nicht? Ich glaube, du hast so oft angerufen. Ja, habe ich auch. Also, war Karin bei dir? Sie ist nur ein paar Minuten geblieben. Hm. Und die Tapeziererhorde ist schon da? Nein, noch nicht. Und unser Hausgeist, kommt der heute? Die liegt auch noch da nieder. Aha, ja, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Also, überarbeite dich nicht, Schatz, ja? Servus, war lieb von dir, dass du angerufen hast. Bitte dich, war doch ausgemacht, nicht? Hm. Ja, das war ausgemacht. Servus. Servus, tschüss. Angerufen, wie du tanzen wirst? 2-mal. Und? Alles okay? Er hat sich Sorgen gemacht und ich habe ihn angelogen. Na, ein bisschen geschwindelt hast du. Nicht geschwindelt, gelogen. Ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Nee, ja, sonst hätte er es ja auch nicht geglaubt. Ne? Ich schäme mich jetzt. Nein, du willst jetzt nicht den moralischen Gang. Schau, was nutzt denn ein Mann, wenn er 500 Kilometer weit weg ist? Du sagst die verrücktesten Sachen, aber es ist immer ein bisschen Wahrheit dabei. Ich bin ja schon ganz zerdeppst wie nach einem Buserer. Wie schaut man denn nach einem Buserer aus? Wie ein Auto, was mit einer Straßenbahn einen Bus umgegeben hat. Hast du Kopfwehtabletten? Ja, ich habe auch schon eine Pille genommen. Na, wann das der Vatikan hört. Gegen Kopfweh. Du, ich hätt eine Bitte an dich. Ja, was denn? Ich möchte gerne ein Foto von dir.
glaube, ich hab keins. Geh schon noch. Ja, später. Ich schenk dir eins von mir, wo ich auf meiner Maschine drauf bin. Was soll ich denn das aufheben? Du wirst ja verstecken, haben irgendwie Geheimfach oder so. Bis jetzt habe ich nichts zu verstecken gehabt. Ich hab schon als Bub ein Versteck gehabt. Im Vorzimmer unter einem Fußbodenbrettel. Zigaretten und so? Na, unanständige Büdeln. Ich ganz harmlos. Aber wir sind mal durch einen Spalt ausgerutscht sein, war das ein Riesensittenskandal in der Familie. Gell, du willst kein Büdel von mir. Ich vergesse schon nicht, wie du ausschaust. Bestimmt nicht? Bestimmt nicht. Logo, so leicht bin ich ja nicht zum Vergessen. Weißt du was, über Kamera, ich werde selber ein bisschen von dir machen. Nein! Ich werde dann schon eines finden. Das trage ich dann immer an mein Herzen. Kann ich dir anschauen, wann ich will. Und auf der Rückseite schreibst du meine Blutgruppe und meine Adresse drauf, für alle Fälle. Das ist eine gute Idee. Du tanzt nicht einmal so schlecht. Mann, sicher, ein Pokal könnte das nicht gewinnen, aber man merkt, dass das Spaß macht. Wenn wir zwei öfter zusammenarbeiten, könnte das nur richtig was werden aus dir. Was haben wir denn heute für Abendprogramm? Bobby, so weit kann ich jetzt noch nicht denken. Das ist bestimmt der Onkel Fritz, der ruft uns an bei Kalt und Hitz. Hallo? Grüß dich, Schatz. Oh, guten Morgen, Karin. Du, ich habe einen fürchterlichen Kater. Ja, dann nimm doch Pillen. Oh, hab schon drei in mir. Na, sonst alles okay? Ja, alles in Ordnung. Außer, dass Paul zweimal angerufen hat, während wir Breakdancen waren. Um Gottes Willen. Ich glaube, ich habe mich geschickt aus der Affäre gezogen. Hast du mit deinem Playboy Spaß gehabt? Ja, es war toll. Er hat den ganzen Abend nur mit mir getanzt. Und hat mir mit seinen Plüschaugen immer tief in die Augen geschaut. Sag mal, heute Morgen hast du ihm beim Frühstück dann ein Foto von dir geschenkt, gell? Ach Gott, du, ich muss das Badewasser abdrehen, ich ruf dich später. Hallo Karin, gut geschlafen? Sie haben gestern Abend was versammelt. Ja, ja, ich hab schon gehört. Wieso sind Sie schon unterwegs? Ach, ich bin doch noch im Bett. Ah, das Bett ist zu beneiden. Wir haben schon Waschen hinter uns, inklusive Kaffee mit Kopfwehpulver. Aha. Moment, Madame töten mich mit Blicken, ich gebe zurück an die Vermittlung. Arrivur! Hallo? Sag, was macht ihr denn heute Abend? Wer kann das wissen? Du, ich komm dann später einen Sprung vorbei, ja? Das wäre nett. Tschüss. Also, ciao, grüß dich. Du hast aber jetzt ganz schön Gas gegeben bei Karin. Wieso? Was hab ich gemacht? Karin ist eine aufgeschlossene Person. Kommt's vorbei? Ja. Madl. So was hören wir da gar nicht. Wer kann denn das sein um die Zeit? Was ich, der Putzmadame. Die kommt nicht vor Montag. Vielleicht ein Telegramm? Ja, so um die Zeit ein Telegramm. Du mach dich unsichtbar. Und zieh dich bitte an. Frau Martin? Ja, bitte? Ich komme von der Firma Duska. Guten Morgen. Ach ja, bitte kommen Sie herein. Danke. Ist mein Kollege auch schon da? Nein, noch nicht. Da ist das Speisezimmer. Danke. Jerry! Na, boom! Alter, hast du deine Dachinose ausgehört? Ich hab wirklich Fieber gehabt. Aber jetzt bin ich wieder okay. Darf ich vorstellen, ist der Josef, genannt Jerry, macht einen Diener. Kollege mit Bord. Hörst du dann einen Wurm in der Marine? Kleiner Spaß, du warst sozusagen ein Alibi mit Bord, ne? Na ja, gut, wenn du sagst, ich hab einen Bord. Nachher hab ich halt einen Bord, Logo. Was hab ich da gesagt zu auf dem Jerry ist er verlos? Willst du einen Kaffee? Na, Logo. Könntest du uns vielleicht einen Kaffee machen? Ja, gern. Erst. Yes.
sag einmal, wie hast du denn das wieder gemacht? Technik, Scham und Vollgas, ne? Erst du bist der Hund. Warst du wirklich krank? Nein, eigentlich nicht. Das war wegen der Clara. Wegen der Clara? Der Weg ist mit so einem feinen Pinkel. Da habe ich mich ein bisschen veralkoholisiert. Verstehe. Schlimm? Sehr schlimm. Der super Bude, in der du da wohnst. Ja, vorübergehend. Nicht schlecht, Herr Specht. Ah, und das ist der Fritz. Verheiratet schon. So. Der Fritz ist auf Geschäftsreise. Wie lange dauert das Fest? Was ich? Ein paar Tage. Was nicht länger? Nein, länger würde ich das gar nicht aushalten. Seelisch, wenn du verstehst, was ich meine. Na. Trottel. Bist du ein Chick? Na logo. Weißt du, so, das ist nicht so ein Host, den man vernascht und dann habe ich die Ehre, die so. Die so, die ist ein Wunder. Mit der müsste man eigentlich. Nein. Ich übernehme die nur nicht, hörst. Nein, nicht. Ich probiere nicht zu kriegen, was ich kriegen kann, ne? Der Kick möchte ich einmal haben. Nicht resignieren, Pulle. Gehen wir's an? Ja, gehen wir's an. Nein, das packe ich nicht. Das ist ja der Bugel, der mit der Clara angerissen ist. Was schreist du so? Das war er! Ich bin der große Aufstocken. Im schwarzen Borschen hat er es angeholt. Wirklich? Bist sicher? Na sicher. Er ist vorgefahren, hat gehupt, mit einem kleinen Kofferl ist angerissen und ich bin da gestanden wie der Big Sima. Gusch! Nicht Gusch. Gusch! Nicht Gusch! Nicht Gusch! So, der Kaffee. Das ist eine schöne Love Story. Möchten Sie ein Ei? Na, danke. Sagen Sie, Sie wissen das von Ihnen mal? Sie weiß nichts und hält's zusammen. Aber ich bitte dich, das kann doch die Frau so nicht erschüttern. Bitte, was kann mich nicht erschüttern? Nur, dass Ihnen mal und eine gewisse Sherry, das interessiert doch niemand. Das kann doch die kleine Frau nicht stören. Pass auf, nimm deinen Kaffee und reiß aus, sonst fangst du eine. Du bist ein Depp. Ich hab dir nur helfen wollen. Pass auf. Okay, ich geh schon hakeln. Setzen, was soll das? Aber nix, der ist ausgeflippt. Ich weiß, trotzdem soll er reden. Als ein Inner Göttergatte ist mit meiner Clara im schwarzen Boliden angezischt. Das müssen Sie mir genauer erklären. Na, vor einer Woche hat er es kennengelernt. Wie er bei uns im Büro war wegen einem Auftrag. Da hat er sich gleich eingebrochen. Sherry, du bist so. Und auf einmal hat er gesagt, dass er ein paar Tage Urlaub mit dir macht. Mein Mann ist in München. Na ja, wenn München beim Tübinger Kogel liegt, dann schon. Hotel Sonnenaufgang. Aber doch nicht Paul? Er hat ja gar nicht gewusst, dass der Paul ist, bevor er das Büdel da gesehen hat. Aber jetzt schleicht er auf die Baustelle, ja, aber schnell. Ich geh schon hakeln. Und ich hab immer geglaubt, du bist ein Gent. Wenn mir einer mehr klar ausspannt, hört er sich auf mit Gent. Nein, das fass ich nicht. Das ist sicher kein dummer Scherz von euch. Okay. Pass auf. Von sowas geht die Welt nicht unter. Doch. Doch, meine Welt geht unter. Es ist alles halb so schlimm. Jetzt kannst du wenigstens ein reines Gewissen haben. Wie alt ist sie denn? Weiß ich nicht. Hm. Schaut viel älter aus als du. Viel zu auffällig. Gar blond. Und mein Gott, es tut mir leid, dass dir das so nachgeht. Tut's dir wirklich leid? Mein Gott, was soll ich denn jetzt tun? Gibt's nur eins, vergiss. So was kann man doch nicht in Flaschen abfüllen, zustoppeln und lagern. Genau, warum nicht? Schau, er tut das, was fast alle Fritzen machen. Wen willst du jetzt anrufen? Ihn? Natürlich, wen sonst? Das tut er dann laut. Wart, bist ruhiger. Mich kann nur Klarheit beruhigen. Du willst ihm doch nicht alles erzählen. Am Telefon? Da käme er viel zu billig weg. Madel, das darfst du ihm nie erzählen. Früher oder später erfährt er es doch. Je später, desto. Du hast doch nicht einmal die Nummer. Hotel Sonnenaufgang, Tulbinger Kogel, hat doch dein Freund behauptet. So, bitte überleg dir das nochmal. Ich möchte mit ihm allein reden. Ist mir eh lieber. Hotel Sonnenaufgang. Herrn Martin, bitte. Einen Augenblick. Ist Herr Martin zu sprechen?
Herr Martin ist ausgegangen. Wann kommt er zurück? Das kann ich leider nicht sagen. Aber wenn es dringend ist, verbinde ich Sie mit Frau Martin. Mit Frau? Ja, bitte. Hallo? Spreche ich mit Frau Paul Martin? Ja. Wenn Ihr Mann zurückkommt, sagen Sie ihm bitte, seine Frau hat angerufen. Der kleine Pinsel fehlt noch. Den hast du in der Hand, du Idiotferl. Guten Abend. Wissen Sie, wo Frau Martin ist? Ja, das war sie. Ist sie allein? Das auch. Mein Gott, bin ich froh, dass Sie da sind. Sie hat sich im Schlafzimmer eingesperrt. Mit den Nerven total out. Ihr Fritz hat einen richtigen Ballerwatsch zusammentrat. Ja, ich weiß. Susanne hat mich angerufen. Sie ist ja so sensibel. Sie nimmt es furchtbar schwer. Also, ich bin sprachlos. Ja, da werden Sie erst Augen machen, wenn Sie hören, was noch machen will. Na ja, was denn? Sie will singen. Wollen Sie damit sagen, Sie will Paul? Alles erzählen, genau das. Du kommst ein Kirch nach dem anderen raus. Mhm. Dabei kannst du ja gar nichts dafür. Ja, also immerhin gehören zwei dazu. Das weiß ich ja eh, aber sie hat einen weltmeisterlichen Schwül gekauft. Mein Gott, besoffen war's. Ah, haben Sie ihr denn so viel eingeflößt? Na. Jo, mein Gott, das. So eine gewisse Taktik von mir, wenn's nicht so klappt mit der Stimmung, dann hilf halt mit einem Alkohol nach. Und sie war auf einmal so verschlossen. Aha. Ich weiß, das ist nicht die feine englische Art, aber was soll ich machen? Ich war selber mit der Kieler angefühlt bis da oben. Ihnen kann ich es ja erzählen, weil Sie und ich, wir singen das ja mehr psychologisch. Ja, ja, so kann man es auch auslegen. Ja, die Sue ist anders. Die ist kein Disco-Haus. Ah, ich hab's da eine draht. Ja, ich auch. Sie, wieso? Ich habe noch Mut gemacht. Ich habe ganz vergessen, dass meine Moral eine andere ist. Na, geben Sie mir eine Zigarette. Was? Ja. Sagen Sie, was passiert denn, wenn Sie einem alles erzählt? Ja, also wenn es nach mir geht, wird es Ihnen gar nichts erzählen. Wenn Sie das verhindern könnten. Ja, ich kann es ja versuchen. Hätten Sie allen Beteiligten eine Menge Köchter sparen. Ich mache es aber für Susanne, nicht für Sie. Logo, claro, na, sicher. Also dann, auf in den Kampf, Stolz in der Brust. Ja, ja, sie ist bewusst. Ich bin's. Ich bin's, Karin. Ich komm schon, Moment. Moment, ich muss doch wieder hinkommen. Gerade zwei Wermut ein. Du, nichts ist beruhigender, als andere Leute Wermut zu trinken. Prost. Paul hat noch nicht angerufen. Er hat den ganzen Tag nicht angerufen, also wird er auch jetzt nicht anrufen. Ja, das ist gar nicht seine Art, so kenne ich ihn überhaupt nicht. Kennt man sich denn überhaupt? Jetzt sag einmal, wie lange geht das eigentlich schon? Vor knapp einer Woche sind sie sich begegnet. Also, der macht doch nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Mein Gott, was ist das schon? Einmal in 20 Jahren. Die Mücke hat mich gestochen. Darauf kannst du spucken, mein Schatz. Das hilft immer. Wenn ich das so an seine Philatelisten-Sammelabende denke. Können die so anstrengend sein, dass er immer müde und abgespannt nach Hause kommt? Ja, vielleicht ist die Arbeit mit der Pinzette auch anstrengend. Also bitte glaub nicht, dass ich jetzt glaube, die beiden sind auf dem Tulpinger Kugel, um Briefmarken zu tauschen. Seine Markensammlung ist zu Hause. Ja, aber vielleicht ist sie auch eine Sammlerin. Sammlerin, ja. Jedenfalls, sie kennen sich erst seit einer Woche. Und wir werden diese Knospe ganz schön zusammenstutzen. Knospe? Nach Roberts Beschreibung ist sie voll erblüht. Vielleicht hat sie sich in sie verliebt. Paul liebt dich.
Wie kann er mich lieben und mit einer Sammlerin auf den Tulpinger Kugel fahren? Also das müsstest gerade du verstehen können. Das klingt vielleicht merkwürdig. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich sein werde, wenn Bobby fort ist. Ja, schade. Schade? Schade, dass du Paul angerufen hast. Warum? Weil du diese Lappalie im unglücklichsten Moment auf die Spitze getrieben hast. Das habe ich tun müssen. Ich kann den Gedanken, dass die beiden... Ich kann es nicht ertragen. Da weiß man erst, wie glücklich man war, wenn man vor einem solchen Ehetrümmer offen steht. Zwischen Paul und mir kann es nie mehr so werden, wie es war. Ach, was Blödsinn. Es wird schöner werden, als es jemals war. Was soll ich ihm denn sagen? Ja, nichts. Kein Bobby, nichts. Ist es nicht gescheiter, aufrichtig zu sein? Lieben heißt verstehen. Verstehen heißt verzeihen. Und verzeihen heißt wieder lieben. Du bist ein Fels in der Brandung. Darf ich einen Moment als Stern? Ist alles fertig? Ja, soweit schon. Meine Scheune ist da noch drin. Ja, ich hol sie. Wie ist es gegangen? Sie wird ihm nichts sagen. Sie sind super. Naja, war kurz, aber schön. Sie wird nur so lange an mich denken, wie es da nach Leim riecht, ne? Darf ich Ihnen zum Abschied noch ein Bussel geben? Ja, selbstverständlich. Excuse me. Alles dann so? Vergiss mich nicht und wenn du mich brauchst, ich bin da und... Samas! Du schleppst denn da den Kiemen um, du E-Tipferl? Na, vielleicht geh ich möchen. Bist du deppert? Mein Kollege Jerry geht mir schon den ganzen Tag auf die Nerven. Ja, also bitte bis morgen nicht die Fenster aufmachen und den größten Dreck hätte ich wegputzt. Danke, Jerry, das war nett. Oh, schön ist es geworden. Karin, komm, schau dir's an. Der Leim stinkt nur ein bisschen, aber übermorgen ist das auch vorbei. Kommt drauf an. Ja, also ich habe den Geruch von frisch tapezierten Zimmern gern. Ja. Ja, so, Bobby steht immer für einen kleinen Tapetenwechsel zur Verfügung. Ach, das ist aber ein schönes Muster, Susanne. Na, hast du den Weisel gekriegt von der Madame? Such is life, Burli. Aber ich glaube, ich hab demnächst ein Schlafzimmer zum Tapezieren mit alle Feierlichkeiten. Erst du bist ein Hund. Weiß man, wo der Fritz ist da. So, in der Gatte ist da. Paul? Ja, ich bin gehört. Na, geh mal! Geht nicht, ich hab meine Maschine in der Garage stehen. Nur keine Hektik. Die Schenkinger. Besser nicht. Da reine Nervensache. Alle jetzt ganz unbefangen. Nur nicht aufregen. Wir sind gerade fertig und wollen gerade gehen. Fand du nur einen Schnurrbart jetzt. Bis Gott. Bis Gott. Susi, Ich hab geglaubt, du kommst erst Freitag? Nein, ich hab mir's anders überlegt. Grüß dich, Karin. Grüß dich. Ja, du liebst eben Überraschungen. Angenehme Reise gehabt, Herr Fritz? Martin? Ja, ne, die Autobahn zieht sich halt ein bisschen. Wie schaut's denn aus mit dem Speisezimmer? Ja, das... Ja, die hat sich auch gezogen, die Arbeit, ne? So für die Autobahn. Aber jetzt sind wir fertig. Das ist fabelhaft. Wollen Sie vielleicht noch ein Bier trinken? Ja, bitte. Oder? Ja, danke, wir haben eine Verabredung. Wer? Du und ich. Bitte schön. Ich bin mir anders, Stefan. Besten Dank, Herr Martin. Wir werden das nächste Glaserl auf Ihnen trautes Heim trinken. Ich hab geglaubt, Sie haben einen Bart. Wie? Ach so, der Bart. Ja, den habe ich vergessen. Weg ist er. Ja, heute hat er sich kapiert. Sein Madel mag keinen Bart, hat's gesagt. Es kitzelt sich überall, hat's gesagt. Ja, sieht doch so viel hübscher aus. Wirklich? Na sicher. Also dann,
Auf Wiedersehen. 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 Ist die Garagentür offen? Ja. Das mit dem Ölfleck, das tut mir leid. Das ist an sich nicht mein Ort. Ich bin sonst eher pendant, ne? Aber ich habe Dirkel untergelegt. Ja, und wenn Sie und Ihre Gattin mit mir zufrieden waren, dann komme ich gern wieder. Dann empfehlen Sie mir einen Bekannten. Mich können Sie auch empfehlen. Wenn du noch mal weißt. Schöne Arbeit, ne? Bist du auch zufrieden? Ja, sehr. Das freut mich. Warum bist du denn so früh nach Hause gekommen? Ja, weil es hier noch eine Menge wichtige Dinge zu erledigen gibt. So, das war's. Wie meinst du das? Das Zimmer ist fertig. Die Tapezierer sind weg. Möchtest du Kaffee? Nein, ich will jetzt wirklich keinen Kaffee. Whisky. Ja, ich nehme mir einen Whisky. Susanne, du hast doch Karin nichts gesagt, oder? Doch, wir haben sehr gelacht. Was gelacht? Ich glaube, ich träume. Ich kann mir nicht denken, dass wir von einer und derselben Sache reden. Ich spreche davon, dass ich dich erwischt habe. Dann reden wir doch von derselben Sache. Du musst doch zugeben, dass das lächerlich war. Sagen Sie, Ihr Mann, seine Frau hätte angerufen. Wie hat sie denn reagiert? Also bitte, Ihre Reaktion ist mir doch im Augenblick völlig egal. Wie ich dir unter die Augen treten soll, weiß ich nicht. Du tust das sehr selbstbewusst und laut. Susi, wirst du mir verzeihen können? Verzeihen? Liebling, werde jetzt nicht kitschig. Ich war bei deinem Seitensprung sehr überrascht, aber es hat mich überhaupt nicht berührt. Wir sind doch so lange verheiratet. Das ist doch ganz natürlich, dass du eine Abwechslung brauchst. Ja, sag mal, jetzt schockierst du mich, aber das ist ja beinahe beleidigend. Warum? Weil ich die Sache von deinem Standpunkt aus sehe? Nein, weil es dir scheinbar überhaupt nichts ausmacht. Susi, als ich gehört habe, dass du die Sache herausbekommen hast, bin ich sofort nach Hause gefahren. Das hast du aber sehr lange gebraucht. Habt ihr noch Abschied gefeiert? Nein, das nicht Abschied gefeiert. Sie hat mir es nicht gleich gesagt. Susi, ich... Möchtest du nicht zu ihr und ihr sagen, dass alles in Ordnung ist? Ja, sag mal, warum machst du dir andauernd Gedanken über sie? Das ist doch nicht normal. Entschuldige, ich versuche dir zu helfen. Wenn du getan hättest, was ich getan habe, dann wüsstest du genau, wie mir im Augenblick zumute ist. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass ich mit einem Hasen auf den Tulpinger Kugel gefahren werde. Liebling, ich werde es bestimmt nicht wieder tun. Die muss doch ganz schön was zu bieten haben. Sonst hättest du dich doch nicht mit ihr eingelassen. Aber ich kann mir überhaupt nicht erklären, was mir da eingefallen ist. Ja, du wirst schnell eine neue finden. Susilein, bitte glaube mir, solange wir verheiratet sind, hat es nur diese Clara gegeben. Liebling, ich verspreche dir... Versprich mir doch nicht. Trink noch etwas. Wir wollen die Sache vergessen. Ja, was heißt vergessen? Ich meine, wirst du das alles so ganz einfach vergessen können? Ich glaube schon. Ich hoffe es jedenfalls. So, und jetzt bricht sich das Abendessen. Nein, nein, heute wird nicht gekocht. Heute gehen wir essen. Ein hastig geschnitten an Sirsen, zwei Brot und ein großes Bier. Susi, zieh dein neues Kleid an. Die Premiere? Für dich. Paul, ich verspreche dir. Bitte versprich du mir nichts. Ich würde jetzt viel lieber da bleiben und eine Dose aufmachen. Du weinst ja, du weinst ja wirklich. Gott sei Dank, dass du weinst. Das freut dich auch noch. Ja, es ist dir also doch nicht gleichgültig, jedenfalls nicht ganz. Es ist mir nicht ein bisschen gleichgültig. Susilein, trotz der Geschichte bist du froh, dass ich wieder zu Hause bin. Trotz allem. Liebling, ich kann dir nur sagen, es tut mir von ganzem Herzen leid. Bitte, bitte verzeih mir. Du, wenn du bei Karin arbeiten willst, dann... Ich will nicht. Oh, Liebling, ich werde von heute an überhaupt alles tun, um dich glücklich zu machen.
Das verdiene ich nicht. Aber doch, natürlich. Nein, Paul, ich verdiene es. Aber du hast es verdient. Nein, glaub nicht, verdient. Susilein, bitte, wenn ich sage, du hast es verdient, dann hast du es verdient, weil du es verdient hast. Nein! Liebling, du, ich habe eine Überraschung für dich. Ein zusätzliches Geschenk für unseren Hochzeitstag. Etwas, was du dir wirklich wünschst. Was denn? No, ist noch ein Geheimnis, ne? Ach, sag's mir. Jetzt schon? Bitte, Paul. Also, nächste Woche kriegst du fürs Schlafzimmer deinen Tapezierer zurück. Nein! Zu aller Blut in Magdeburg, wo ich sterb die Welt darin zu. Wann du halt hier bist, weil du auf mich stehst. Zu, 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 zu.